Schotterbettes erstellt und jetzt können die Gleise drauf. Und darauf bin ich einigermaßen gespannt, denn ich habe mich ja auf das Maß von 20,4 cm je Gleis voll verlassen und hätte eigentlich vorher einmal eine Probe machen müssen. Aber im Überschwang des Bauens habe ich darauf verzichtet. Hier brauche ich eine Zange, sonst wird diese Lasche niemals halten. Passt recht gut. Ich muss zugeben, da habe ich jetzt mehr Glück als Verstand gehabt. Aber wo genau soll ich die jetzt festmachen? Erstens, die Mitte von dem ganzen Kram liegt bei 20 cm. Und ich möchte einen Gleisabstand von 5 cm haben. Oh, das ist ja mächtig. Echt 5 cm? Doch, die brauche ich. So, wenn ich da einen Gleisabstand von 5 cm einbaue, dann habe ich einen Gleisaußenabstand von 7 cm. Und das heißt, ich kann von der Mitte aus, von den 20 cm, jetzt in jede Richtung 3,5 cm anreißen. Nicht, dass das Zeugs das freiwillig tun würde. So. Doch diese 3,5 cm kommt dann das äußere Gleis. Also genau so. Jetzt muss ich noch dafür sorgen, dass das einigermaßen bündig mit dem Kasten ist. Das wäre dann so. Ja. Aber wie kriege ich es jetzt hin, dass das Gleis dann gerade liegt? Das sind hier 21,6. Genau so muss es zum Liegen kommen.
Und jetzt muss ich es nur noch festschrauben. Und dazu habe ich hier ein paar Pico-Schrauben. Gelaufen ist, dann sitzt der jetzt bei 21,6. Jawohl. Und den hier, den lasse ich locker, denn den muss ich etwas nachjustieren können. Und der muss auch bei 21,6 sitzen, also so. Ein bisschen kommen die sogar unten raus. Ja, war die schon kaputt oder habe ich die kaputt gemacht? Thank you.
Naja, das hätte besser klappen können. Aber jetzt ist eh Feierabend.